NoFap und Testosteron. Was ist denn die aktuelle Studienlage zum Thema NoFap und Testosteron? Und warum ist das denn so wichtig? Hat es einen Einfluss, wenn du auf die Erwachsenenfilme und das Handanlegen verzichtest? Ist es in der Lage, den Testosteron zu erhöhen? Ja, zu 100%. Und warum, wieso, weshalb, das erfährst du in diesem Video. Die Studien, die ich hier gleich zeigen werde, die verlinke ich dir auch nochmal unten in der Beschreibung, dass du das Ganze selber nachlesen kannst. Und bevor ich zum eigentlichen Thema des Videos komme, möchte ich nochmal anmerken, dass all das auch in diesem Buch nochmal nachzulesen ist. Vom Beta zum Alpha am 15.03., meine Freunde, erscheint das Ganze. Unbedingt rot im Kalender markieren, da kommt ein Video auf diesem Kanal, wo du das Buch erwerben kannst. Da bekommst du NoFap-Motivation und da erklärt, wird das alles nochmal zusammengefasst erklärt. Gut, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema des Videos. Und zwar gibt es insgesamt drei Studien, die zu dem Bereich wirklich ausschlaggebend sind. Und zwar ist die erste Studie eine Studie, die 28 Männer untersucht hat und die herausgefunden hat, dass das Serum Testosteron am siebten Tag auf 145,7% angestiegen ist. Ja, das ist ein Anstieg, den du durch fast nichts anderes in der Art und Weise schaffst. Es gibt noch Möglichkeiten, auch die beschreibe ich übrigens in meinem Buch, weil natürlich NoFap auch nur der Grundbaustein ist, aber das ist einer von vielen Aspekten, die dazu führen, dass du zu deiner individuellen Alpha-Version wirst. Und zwar geht es da natürlich wirklich um den Bereich Testosteron. Und deswegen ist es halt meiner Meinung nach auch wirklich sinnvoll, nicht öfter als einmal die Woche sozusagen, wenn man überhaupt releasen will, zu releasen. Ja, das heißt, ob du jetzt dich gerade auslebst, in einer Beziehung bist oder eine Rotation am Start hast, es ist auf jeden Fall sinnvoll, nicht öfter als einmal die Woche zu releasen, weil dann hast du jede Woche diesen Peak von knapp 150% Testosteron und das schaffst du durch nichts anderes. Also wenn du natural bist, schaffst du diesen Anstieg zumindest so schnell, durch nichts anderes. Ja, die anderen Sachen dauern alle ziemlich lange, bis du so einen krassen Anstieg von den Hormonwerten bekommst, bis du die alle implementiert hast, die ganzen Lifestyle-Aktivitäten, die ganzen Ernährungsgewohnheiten und so weiter, alles was dazugehört, was ja in meinem Buch drin steht, gibt es natürlich auch als Möglichkeit, dauert halt aber länger. Und deswegen ist es wichtig, schon mal das einfach, dass ihr das mitnehmen könnt, wenn ihr irgendwann längere Zeit auf NoFap gewesen seid, auf Retention gewesen seid, dann in eine Beziehung kommt oder eine Rotation am Start habt, dann versucht nicht öfter als einmal die Woche zu releasen, weil dann habt ihr jede Woche den Testo-Peak, ihr fühlt euch auch besser und der Körper kommt auf jeden Fall besser hinterher. Wenn ihr das Ganze noch länger treiben wollt, geht das natürlich auch. Da kommen wir jetzt zur zweiten Studie. Und zwar hat diese Studie herausgefunden, hier ist es nochmal blau markiert, dass nach 21 Tagen, also nach 3 Wochen, insgesamt ein deutlich erhöhtes Testosteron-Level in den Männern der die hier in der Studie herangezogen wurden, zu finden war. Ja, also auch nach 3 Wochen sind die Testosteronwerte erhöht. Also alles, was die Leute mir erzählen mit, ja, am siebten Tag geht das Testosteron hoch und danach geht es wieder auf Normallevel runter, falsch. Nach 3 Wochen sieht man hier anhand der Studie, es ist immer noch erhöht. Ja, das bedeutet, wenn du irgendwann ein Intervall finden möchtest, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es kommt immer darauf an, was dir wichtig ist. Ja, es ist genauso sinnvoll, auch mal eine lange Zeit in den Mank-Mode zu gehen, beziehungsweise eine lange Zeit auf Retention zu bleiben. Wenn du irgendwann ein Intervall integrieren möchtest, dann achte halt darauf, dass du dann nicht einfach jeden Tag beispielsweise releast, was extrem fatal wäre, sondern dass du dann zum Beispiel ein Intervall von 7 bis 21 Tagen wählst, beispielsweise. Ja? Und das sieht man auch hier, dass selbst nach 3 Wochen die Testosteronwerte immer noch deutlich erhöht sind. Natürlich ist jetzt die Frage, wie ist die Studienlage, wenn man das Ganze jetzt 3 Monate macht, zum Beispiel. Das wäre halt interessant, dazu gibt es aktuell keine Studien. Wenn jetzt Leute zum Beispiel 3 Monate lang komplett abstinent sind, was passiert dann mit dem Testosteron-Level? Das wäre natürlich auch mal interessant herauszufinden. Dafür müsste man halt aber mehrere Leute untersuchen. Das bringt jetzt nichts, wenn das einer macht. Und dann, das sind halt keine ausschlagenden Ergebnisse, ausschlagkräftige Ergebnisse, meine ich. Deswegen müsste man da halt eine größere Studie mit mehreren Leuten aufziehen. Und ja, mal sehen, vielleicht gibt es in Zukunft die Möglichkeit, das als Studie mal zu bringen und da das Ganze zu untersuchen. Auf jeden Fall ist auch da nochmal festzuhalten, dass NoFap dazu in der Lage ist, dein Testosteron zu erhöhen und dass du, wenn du zu oft releast, auf jeden Fall kommen wir jetzt dazu, einen negativen Einfluss auf jeden Fall auch auf dein Testosteron und vor allem in erster Linie auf deine Androgenrezeptoren ausübst. Das heißt, hier kommen wir jetzt zur dritten Studie und die dritte Studie, die besagt, dass häufiges Handanlegen die
Androgenrezeptoren desensibilisiert. Das bedeutet, es hat einen negativen Einfluss auf die Androgenrezeptoren. Die Androgenrezeptoren sind sozusagen das in deinem Körper, wo das Testosteron andocken kann. Und wenn die nicht richtig sensibel und aufnahmefähig sind, dann hat das Testosteron halt nicht die Wirkung, die es haben soll. Weil Testosteron ist nicht Testosteron. Es geht halt vor allem auch um freies Testosteron zum Beispiel. Wie viel freies Testosteron hast du zum Beispiel? Und das habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Das habe ich ja testen lassen bei mir auf dem Kanal. Das werde ich dir mal hier oben verlinken. Da habe ich mein freies Testosteron zum Beispiel testen lassen. Und kannst du übrigens auch machen, ganz bequem von zu Hause aus. Deswegen einfach mal in das Video reinschauen, wenn dich das interessiert. Und da sehen wir zu häufiges Handanlegen, aber eben auch zu häufig, das gilt eben generell auch genauso für den Release, wenn du eben zum O vom PMO kommst, dann hast du einen negativen Einfluss auf deine Androgenrezeptoren, du hast einen negativen Einfluss auf dein Testosteron und genau deswegen ist es halt wichtig, theoretisch, wenn man jetzt das Optimum sieht, angenommen du bist jetzt rebooted, angenommen du hast es hinbekommen, einen sehr langen Streak aufzustellen, an dir selbst zu arbeiten, die beste Version aus dir selbst zu machen und hast die Arbeit und Zeit investiert und willst dann auf ein Intervall gehen, was auch möglich ist, du kannst auch genauso weiter auf längerer Retention bleiben. Dennoch, wenn du das machen willst, dann ist es halt ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, dass du ein Intervall, wenn du das möchtest, und erst wenn du gerebootet bist, ich möchte nochmal anmerken, für 99% der Menschen ist oder der Männer ist das nicht der richtige Schritt. Die müssen erstmal andere Schritte gehen, bevor sie überhaupt über sowas nachdenken können. Aber wenn du irgendwann an dem Punkt bist, dann ist es dann halt sinnvoll zu sagen, okay, einmal alle 7 bis 21 Tage. Wenn du das natürlich dann ausschweifen lässt und zum Beispiel dann 5-mal, 6-mal, 7-mal an dem Tag released, dann wird es auch sehr negative Einflüsse haben, wie wir hier anhand der dritten Studie sehen, dass du dadurch auf jeden Fall dafür sorgst, dass deine Androgenrezeptoren desensibilisiert werden, du weniger freies Testosteron hast und dadurch dich auch wieder weiblicher und schlechter fühlst. Außerdem gibt es noch andere Faktoren, die mit reinspielen, dass dein Prolaktin extrem hoch schießt, vor allem wenn du so viel auf einmal sozusagen released oder so oft auf einmal, dann hast du halt höheres Prolaktin, was auch wieder dein Testosteron drückt. Und genau deswegen ist es halt wichtig, wenn man ein Intervall fahren will, im Optimalfall einmal zu releasen, einmal alle 7 bis 21 Tage. Beispielsweise, man kann das natürlich auch noch weiter nach hinten ziehen, dass man sagt, einmal alle 30 Tage, einmal alle 60 Tage und so weiter. Aber alles das findest du natürlich in meinem Buch, da habe ich das Ganze nochmal erklärt, wie das funktioniert, was man machen kann, was für die meisten Leute das Sinnvollste ist. Und ja, deswegen auf jeden Fall den 15.03. rot im Kalender markieren. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, das Video nicht vergessen zu liken, ganz wichtig. Und dann bis zum nächsten Video, euer Vakura. Peace!